Zerfix. Dead on camera. Tobias hatte einen Taschenlampentipp für mich. Und zwar, das müssen die Besten der Besten sein, weil die schmeißen sie im 5er-Pack, ich weiß gar nicht für wie viel, aber nicht viel Euro. Ich blende es euch ein. Die schmeißen sie euch jedenfalls ins Gesicht. Und er meinte, eine wäre ihm beim Einlegen schon in Rauch aufgegangen. Also ich denke jetzt mal, das war ein bisschen im übertragenen Sinne. Und eine dann noch kurz im Betrieb. Schauen wir einfach mal, was passiert. Denn Sachen, die in Rauch aufgehen, die haben wir ja echt gerne hier. Ich glaube, ich hole nochmal ein paar Batterien. Und ich lege Wert darauf zu sagen, dass ich Batterien reinmache. Keine Akkus, aber Akkus können bei Lampen, die das nicht vertragen, durchaus Probleme auftreten. Und es ist auch hier kein Einlegebladel, dass Akkus verboten wären. Jetzt nehme ich mal an, dass da eh eine Elektronik drin ist. Jetzt machen wir es mal an, bevor wir hier schon einen Teardown machen, weil ich denke mal, der Teardown wird heute unvermeidlich sein. Ui, ist leicht. Gut, also die leuchtet schon mal. Und die leuchtet auch. What could possibly go wrong? Für mich als Laie sieht es jetzt fast so aus, wenn die Farben unterschiedlich wären, die Lichtfarben. Ah, Gott. Maybe not. Aber hell sonst wird's auch. Der Flir findet es auch ganz putzig. Der sagt hier, okay, hier muss es warm sein. Ist jetzt noch nicht irgendwie bedenklich. Das sind jetzt 23, 27 Grad. Ja auch. Also sieht jetzt für mich nicht wirklich kritisch aus. Nebenher möchte ich natürlich mal wissen, weil das wird garantiert ein Quickie, wie sich das Ding zerlegt. Okay. Also das ist eigentlich nichts besonders. Also weder besonders gut, noch besonders schlecht. Ah, das ist lustig. Das Endstück passt vorn wie hinten. Da braucht man schon keinen Gender Changer mehr, hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, das, wow. Das ist wirklich komplett zerlegbar, das Gerät. Der Gerät da, das ist ja eigentlich gut. Zumindest ist mal für das Brecker Geld auch noch Elektronik dabei. Und ohne Aufpreis haben sie sich hier die Wärmeleitpaste gespart. Naja. Wo wollen sie auch hinwärmen? Könnte jetzt der Zyniker sagen. Aber wie schon der berühmte Philosoph Pumuckl sagte, denn am besten wärmeln Pullis mit zwei Ärmeln. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber das ist schon also ein technologisches Hochprodukt, wenn man jetzt hier so eine LED verbaut. Die wird jetzt hier etwas wiedergehalten, aber ohne irgendeine Art von thermischen Übergang. Und jetzt wage ich mal die Prognose, wenn das Ding vorne gescheit zu ist, dann stirbt die LED hier den schnellen Hitzetod. Und da ist dann noch ein bisschen Elektronik dahinter. Die dürfte sich an- und unschrauben. Der rote Streifen ist sicher ein Zeichen für eine positive Qualitätskontrolle. Ah. So, Dilly. Naja gut, das sieht nach einem relativ simplen Wandler aus. Das ist halt ein Step-Up-Regler. Der ist vielleicht gar nicht das Problem. Alright. Was habt ihr da gemacht? So, inzwischen gehen wir langsam hier auf die 40 Grad zu. Ich möchte mal wissen, wie viel Leistung so ein Modul aufnimmt. Also nicht einmal, wie viel Leistung an die LED abgegeben wird, sondern nur, wie viel es aufnimmt. Schauen wir doch mal. Der Wandler wird ja auch noch Verluste haben. Und dann können wir hier gleich am lebenden Beispiel sehen, was jetzt hier wirklich warm wird. Es kann auch sein, dass der das jetzt nicht verträgt. 2 Watt. Hoi. Okay. Kurze Unterbrechung für die Werbepause. Ihr wisst ja schon, dass ihr euch bei PCBWay Platinen machen lassen könnt und sie zum Beispiel auch bestücken lassen könnt. Der Service wurde aber jetzt erweitert. PCBWay hat jetzt auch Angebote in Richtung Rapid Prototyping. Ihr könnt euch CNC-Teile fräsen lassen, ihr könnt euch Metallbleche machen lassen, 3D-Printen und Injection Molding machen lassen. Schaut's einfach mal rein, folgt dem Link unten in der Videobeschreibung und lasst euch ein Angebot machen. Vielen Dank an PCBWay für die Unterstützung dieses Videos. Ich bin gerade dabei, das Teil wieder zusammenzubauen, so wie es ist, weil vielleicht kriege ich da ein Thermoelement irgendwie noch gescheit rein. Es gibt ja auch keine bevorzugte Richtung bei dem CAS. Also die haben einfach jetzt hier deine Aussparung gemacht, damit die Kabel irgendwie rausgehen. Mal schauen, wie weit das jetzt von hinten noch Spiel hat.
Also gut, wenn man das fest zuschraubt, dann ist es so, dass es wohl kein Spiel hat. Aber man kommt super hin. Und dann nehme ich doch jetzt gleich meinen guten Freund das Thermoelement. Also lädt nochmal eine Versorgung an. Jetzt bloß die Frage, kriege ich das einigermaßen hier wieder in das Gehäuse verwurstelt? Ohne größere Kurzschlüsse? Damit der Wärmeabtransport wieder passt. Apropos Wärmeabtransport, wir sind jetzt bei über 50 Grad hier. Ja, das müsste man eigentlich auch spüren. Sackelzement, ja, das ist was. Leckst mir am Arsch, okay. Schauen wir uns mal mit dem Thermoelement an, weil es ist immer so eine Frage, ob die optischen Eigenschaften, also die Reflexionseigenschaften des Materials, was die uns für einen Messfehler erzeugen. Also ich fürchte hier gerade ist das Problem, dass ich auch das Thermoelement nicht gescheit kontaktiert kriege. Er sagt jetzt hier so 40 Grad, aber das ist meiner Meinung nach nicht zuverlässig. Versuchen wir uns mal ein bisschen thermisch isoliert drauf zu drücken. Ah, 45 Grad, 46 Grad, ja, meine geschätzten 50 Grad kommen da wohl leider schon hin. Was ich übrigens gerade festgestellt habe, wenn man das Ding verpolt, dann geht es sofort in Qualm auf. Und verpolen ist bei so simplen Lampen, naja, die Batterien kann man halt falsch rum reintun, gell? Das ist möglich, ne? Gott, sollte man trotzdem nicht tun. Und bei einer 80 Euro Taschenlampe würde ich auch erwarten, dass sowas nicht passiert, aber Gott, ouch. Ah, das Ding wird wirklich heiß beim Verpolen. Oh. Oh. Ha! Das ist witzig, da kam jetzt gerade nochmal das Kabel, das Anschlusskabel mit dem Stecker in Berührung, deswegen hat es jetzt nochmal nachgequalmt. Deswegen hat es mir jetzt auch den Finger zerbröselt. Das ist witzig. Die Rache der Taschenlampe, ja. Das klingt wie so ein Edgar Wallace Film. Ich glaube, ich mache jetzt einen Kalal auf die Zerlege-Profis oder so. Oder eher die Zerstör-Profis, wäre wahrscheinlich hier. Oder der Zerstör-Profi. Noch sind wir ja alleine. So, die habe ich nicht kaputt gekriegt. Noch nicht. Können wir die gleich daneben halten, dass... Oh, ich hätte nicht so früh schreien sollen. Was war jetzt? Noch nicht. So. Das können wir die gleich daneben halten, dass... Oh. Zerfix. Dead on camera. Na gut, das kann jetzt auch ein Gehäusekurzschluss gewesen sein, aber what the verdammt. Zerf ist dieser Club. Ich habe nur das Ding rausgemacht. Was ist das für Scheiß? Hat das im Hintergrund wird mir jetzt zu langweilig. Ich möchte es bloß nochmal... Boah, ist die heiß. Wow. 54, 55 Grad und so fühlt sich's auch an. Ich sage immer 60 Grad. Ist dann, wenn man es eigentlich fast nicht mehr anfassen kann. Ich möchte jetzt aber wissen, Batterien sind auch gut warm, ob vielleicht die dritte stirbt schon beim Einschalten. Nicht, dass ich es jetzt irgendwie provozieren wollte, weil ich jetzt gerade eben immer noch irritiert bin, warum mir da das Ding zum Qualmen angefangen hat, weil da habe ich eigentlich, glaube ich, nichts falsch gemacht. So, nebenher können wir uns die Elektronik anschauen, aber da ist nicht viel zum Anschauen. Da ist halt hier ein Wandler, und eine Induktivität. Und das war's. Ich habe schon gedacht, dass man vielleicht den Strom irgendwie einstellen kann. Aber das Ding scheint einfach dämlich 2 Watt etwa rauszutreiben. Nicht mehr und nicht weniger. Was steckt denn hier in diesem Schalttürchen? Da könnte ja theoretisch auch noch was drin sein, was uns interessiert. Ach je, na da brauche ich gar nicht schauen. Gott, wie komplett, also wie primitiv ist denn das gebaut? Also viel ist hier nicht drin und ich habe jetzt auch wohl dieses Rastplättchen da jetzt zerstört. Das
Also man sieht, wenn man ganz genau guckt, sieht man hier den Stößel da, der mit der Feder zusammen dann dieses Rasten erzeugt. Aber das lief irgendwie schief. Naja, wir haben noch mehr davon. Ah, im Hintergrund sieht man jetzt auch, die hier wird schwächer. Boah, die kannst du eigentlich nicht mehr in der Hand halten, das Ding. Ich will bloß mal wissen, ob die andere schwächer geworden ist, weil die Batterien leer sind oder weil die LED jetzt im Eimer ist. Also quasi durchgebrannt. Na, es waren wohl die Batterien. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob es sich, es lohnt sich eigentlich nicht, dann rumzumachen. Also wenn jemand von euch Bock hat und eine Elektronik findet, die ihr da reinmodden kann, aber das lohnt sich zu dem Preis eigentlich nicht. Da ist eigentlich jeder Aufwand schon ein bisschen zu viel. Interessant wäre vielleicht noch, welche Leistung das Ding an die LED bringt oder wie er das überhaupt macht. Hängen wir mal das Ostsee einfach mal kurz dran, weil das frisst jetzt auch kein... Achso, den brauche ich nicht verwenden. Das frisst jetzt weiter auch kein Heu mehr. So, das ist eigentlich schade, weil, seht ihr das? Wir sind jetzt irgendwo bei 300 kHz Tastfrequenz. Also für mich in einem Bereich, wo es jetzt nicht flimmern würde. Wenn wir uns das anschauen... Ich muss es ja immer kurz erklären zur Interpretation. Ja, hier die Nulllinie, das ist Nulllicht. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Umgebungslicht dabei. Und hier, das ist das Flimmern des Schaltwandlers. Aber das ist halt bei einer Frequenz, die ja, jetzt hat das, zeigt das nicht mehr an. Wir haben jetzt hier eine Mikrosekunde, also 2,5 Kastel, 3 Kastel, also irgendwas über 300 Kilohertz. Also da hat keiner Problem, wenn es flimmert. Aber das Zeug ist halt an sich einfach Schrott. Also ich hätte es ja noch eingesehen, wenn das Zeug irgendwie, wenn man das modden hätte können, also mit veränderter Leistung, nur ich fürchte, dass dieser Schaltregler da vielleicht sogar einen Strom treibt, dann nützt ein kleiner Vorwiderstand auch nichts. Wenn die thermische Leitfähigkeit ein bisschen besser gewesen wäre, aber da habe ich jetzt schon wieder keine Lust, jetzt da noch ein bisschen Wärmeleitpaste reinzuschmeißen. Aber wenn ihr euch das anschaut, das bisschen da, dieser schmale Grat, das ist vielleicht noch nicht einmal ein Millimeter. Das ist die Wärmeabfuhr, ne? Darauf sitzt die Platine der LED. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass jetzt hier durch die Leitungen, die sie ziemlich damisch gemacht haben, jetzt hier nochmal unterbrochen wurde. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm. Aber sie haben dann auch noch versäumt, das Ding komplett rund zu machen, damit sie wenigstens hier die ganze Fläche ausnutzen würden von dieser Platine hier. Also die ist ja auch noch hier abgeschrägt. Das heißt, die Weiterleitung, dass bei der Weiterleitung, bei der wenigen Weiterleitung, dass da überhaupt das Gehäuse so an die 50 Grad heiß wird, da möchte ich nicht wissen, wie heiß dieser Chip da ist. Also die LED wird nicht lang leben. Wie gesagt, wäre nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht mit dieser Leistung betrieben werden würde. Aber ich denke mal, wenn wir da so 2 Watt vorher gesagt haben, dann, naja, dann werden da schon 1,5 Watt ankommen. Und das ist halt sauber zu viel für so wenig. Im extremen Kurzzeit, also für so wenig Kühlung, im extremen Kurzzeitbetrieb mag das funktionieren. Aber das ist einfach nicht wert. Komm, machen wir mal für Spaß noch einen ganz anderen Test. Wie weit runter geht er denn, der Schaltregler? Der Gurte. Ich habe jetzt mal mit 2 Volt gefüttert. Weil für mich war bei LEDs immer der Vorteil, dass sie nicht ganz so schnell Helligkeit verlieren wie normale Taschenlampen, solange die Spannung in einem gewissen Bereich ist. Bei normalen Glühbirnen geht es ja recht schnell. So, bei 2 Volt macht er noch 1,7 Watt. 0,65. Ha! 1,5 Volt. Dann nimmt er 1,4 Watt auf. 1,2 Volt. Ihr merkt doch, was ich raus will. Da ist er bei 0,7 Watt oder so. Das wäre vielleicht eine Leistung, die er noch weggekühlt kriegen würde. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das noch klappt. Ihr müsst also eigentlich nur eine Dummy-Batterie bauen. Okay, es geht noch einfacher. Einfach die alte Feder nehmen. So. Das ist der ganze Spaß mit 1,5 Volt. Klemme ich das irgendwie da noch rein. So, machen wir mal, wie warm das wird. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier, weil der Schaltregler mehr leisten muss, dass uns jetzt der abraucht.
Also jedenfalls hat sich, jetzt haben wir den Trigger verloren, hat sich die Frequenz verändert von dem Schaltregler, so, das Schaltverhalten. Also es ist natürlich jetzt schon sehr viel funzeliger als vorher und die Batterie ist natürlich auch fertig, aber sie scheint jetzt mal nicht so zu heizen wie vorher. Also da kannst du fast nichts mehr feststellen an Restwärme. Also ich bin jetzt der Meinung, das ist ganz witzig so, das Teil. Es lohnt bei den heutigen LED-Preisen eigentlich nicht, falls ihr die schon daheim habt, könnt ihr es euch überlegen. Also das ist jetzt so von der Lichtstärke her, das ist ein bisschen schwer einzunorden. Aber so die Lampe, die man früher so am Schlüsselbund hatte, die durchaus völlig ausreichend ist, dass man nicht auf die Schnauze fällt. Im Prinzip die Lichtmenge kommt jetzt da raus. Und merkt euch das mal. Und wenn ich jetzt halt wieder eine gescheite zweite Batterie reinmache, die ich jetzt natürlich gerade zum versucht habe umzubauen, aber das hat keine Zukunft. Das ist auch Quatsch. Man könnte natürlich jetzt ein Metallteil drehen und isolieren, damit der Mechanismus noch funktioniert. Aber das ist vertane Liebe, ist mir jetzt, Entschuldigung. So, das ist jetzt schon eine Größenordnung heller. Ja, aber Gott, was soll der Chaos? Geschickt wäre es gewesen, wenn man die Wärmeabfuhr verbessern könnte oder die Stromübergabe, also einfach die Leistung an die LED. Das wäre an der richtigen Stelle angefasst, weil dann hätte ich auch gesagt, haha, wenn das Ding weniger Leistung zieht, dann kann der auch mit zwei Batterien recht gut versorgt und recht lange versorgt werden. So als Notfalltaschenlampe, okay. Aber das ist ein unzuverlässiger Spaß. Meiner Meinung nach, was ich hier sage, ist immer bloß meine Meinung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr so begeistert seid wie ich und das Produkt sofort kaufen wollt. Deswegen habe ich euch ein Produktlink unten in die Videobeschreibung gepackt. So, das war doch wieder eine rechte Gaudi, würde ich mal sagen. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann hat es mich gefreut. Ich sage jetzt mal was anderes am Ende als sonst. Viele stellen mir Fragen unter Kommentaren, die manchmal nichts mit dem Video zu tun haben. Ich beantworte sie manchmal auch nicht, manchmal übersehe ich sie einfach. Also, was nichts mit dem Video zu tun hat, ihr findet eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr unten in der Videobeschreibung guckt, findet ihr einen Link auf meine Homepage und da findet ihr eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr sie nicht findet, dann habt ihr euch halt nicht qualifiziert dafür. Das tut mir jetzt total leid. Auch andere Sachen, direkte Fragen. Ich versuche viele zu beantworten, solange sie nicht Projektstatus erreichen. Also wenn jemand fragt, sag mal, welches bla 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 verwendest du eigentlich, versuche ich geschwind wenigstens einen Hinweis zu geben. Das ist drin. Wenn natürlich jemand sagt, du, ich würde gerne eine tolle große Solaranlage mit 10 Gigawatt mir aufbauen und kannst du mir mal geschwind Hinweise geben, wie man das macht? Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sowas in der Gegend kommt schon vor. Dann muss ich sagen, nein, ich nehme keine Projekte an. Wenn ihr sonst mit anderen Gleichgearteten kommunizieren wollt, wir haben einen Discord-Server, da könnt ihr euch einfach reinklinken. Wenn ihr den Service nicht benutzen wollt, dann lasst es eben. Ansonsten gibt es noch Facebook und Twitter. Und ja, ich weiß, einige von euch, hallo, sind schon wieder eingeschlafen, weil sich einige beklagen, dass sie neue Videos nicht sehen. Also erstens mal müsst ihr da mit dem Hausherrn reden. Zweitens werden alle neuen Videos auf dem Discord-Server, auf Twitter und auf Facebook veröffentlicht. Außer in den Fällen, wo ich es mal vergesse oder keinen Bock habe, aber im Prinzip werden alle da veröffentlicht. Ansonsten, ihr müsst den Kanal auch nicht abonnieren. Es reicht, wenn ihr einmal in der Woche vorbeischaut, alle Videos durchkonsumiert und gut. Und jetzt, weil garantiert wieder einer von euch geschrieben hat, dass da so viel Werbung im Video ist. Es gibt unten einen Link auf Library TV, ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Da werden alle Videos gespiegelt, allerdings erst so ein, zwei Tage nach Veröffentlichung. Und da sind sie komplett werbefrei, bis auf die Werbung, die ich ganz persönlich reinmache. Deswegen finde ich es ein bisschen lächerlich. Ich glaube, ich habe nur 100 Abonnenten oder was. Ich habe es öfters schon gesagt. Aber Leute, wenn ihr euch darüber beklagt, dass ihr die Werbung nicht sehen wollt, aber zu faul seid, den Dienst zu wechseln, ja, dann müsst ihr eben dafür bezahlen, auf die eine oder auf die andere Art. Guten Abend. Und natürlich wollte ich noch betonen, ich habe ja noch einen Film, Fernseh und so weiter Kanal und ein Laberkanal und ein Podcast, wo oft die Laberfolgen drin landen. Alles findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Servus.